Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horsehaven World Adventures. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, erstmal wieder die Kalenderbelohnung. Dann nehme ich natürlich die Diamanten. 17 Stück gibt es da heute. So, wo sind wir denn gerade? In Deutschland? Okay. Würde ich mal sagen, mache ich hier mal den Paddock sauber. Habt ihr ja wieder jede Menge Schmutz gemacht, ihr beiden. Dann die Mine. Ich bin ja total happy darüber, dass ich die jetzt endlich habe. Das hilft mir doch sehr weiter, gerade wegen den Edelsteinen. Auch wenn die Prozentchancen noch nicht sehr hoch sind. Ich glaube, es war einmal 30 und einmal 10%. Das können wir uns aber vielleicht in einer der anderen Folgen nochmal ansehen, weil ich glaube... Ja, jetzt kann man das nämlich nicht mehr angucken. Ja, mal hier die Münzen einsammeln. Und dann habe ich wieder meinen schlauen Zettel vor mir liegen, um euch zu berichten, was ich alles getan habe. Und zwar habe ich in Deauville, also in Frankreich, einen Bienenstock gekauft und einen Apfelbaum. Einen Fruchtmischer habe ich aufgewertet, aber hier in Deutschland war das. Dann habe ich fast alle Ställe aufgewertet, insofern mir das möglich war von dem Geld und auch vom Level. Die Scheune habe ich aufgewertet. Ja, ich habe ja immer so viele Platzprobleme, immer noch. Deswegen habe ich die nochmal aufgewertet. Den Paddock in Deutschland hier habe ich aufgewertet. Und ich hatte wieder ein kleines Highlight. Ich habe es geschafft, einen männlichen Araber zu züchten. Da freue ich mich riesig drüber. Der Kleine ist auch noch im Paarungsstall in Frankreich. Den können wir gleich mal besuchen gehen und ein wenig füttern. Ich lege nur gerade mal meinen Zettel weg. So. Möchte ich aber hier gerade noch, immer dasselbe, ich weiß nicht. Ich komme hier einfach mit dem Platz nicht hin, es ist auch schon wieder 8 drüber. 338 von 330, Wahnsinn. Gut, von den kleinen Apfelkeksen kann ich ein paar verkaufen, habe ich aber jetzt auch nur 6 Inventarplätze, sowas. Ja, es ist momentan wieder Züchterereignis. Da freue ich mich ja immer riesig drauf. Das habe ich auch ausgenutzt. So kam auch mein Araberhengstchen zustande. Yuppie, eine Glückswoche. Die Kosten für die Zucht sind bis zu 50% reduziert und jeden Tag hast du die einmalige Gelegenheit, die Rasse zu erhalten, die du haben möchtest. Ja, das ist immer eine super Sache. Das würde ich euch auch empfehlen, das immer auszunutzen, da könnt ihr jede Menge Gold sparen. Schnell, das Angebot endet schneller, als du laufen kannst. Bist du bereit, dein neues Fohlen willkommen zu heißen? Geht noch 3 Tage und 12 Stunden. Hier haben wir noch das Quiz. Wie heißt das französische Wort für Pferd? Chapeau, Cheval, Chatoulier, denke ich jetzt mal. Wird das ausgesprochen? Cheval, glaube ich. Dann haben wir, wenn du keine US Triple Crown willst, kannst du auch 3 unterschiedliche Rennen gewinnen für eine. Triple Kreuz, Triple Tiara, Triple Zepter. Keine Ahnung. Kreuz? Mist. Tiara, wirklich, das wäre meine letzte Wahl gewesen. Welche dieser Rassen ist keine Unterart der... Bolinor-Rasse. Ach du meine Güte. Das sind wirklich teilweise super einfache Fragen, aber teilweise haben sie richtig in sich, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Pferdeexperte ist. Ich bin ja kein Pferdeexperte, auch wenn ich Pferde sehr liebe. Da muss ich raten. Oh, okay. Wunderbar. So, dann haben wir das auch erledigt. Ich wollte mit euch genau meinen kleinen Hengst besuchen und ein wenig füttern. Vielleicht haben wir ja die Folge noch die Chance, ihn aufzuziehen, dass er erwachsen wird. Dann könnte man gleich mit ihm züchten. Ah, er ist nicht mehr im Stall drin, im Paarungsstall, sondern ich habe ihn schon rausgeholt. Der steht hier. Aber ich habe ihn noch nicht gefüttert. So war das. Aber hier erstmal sauber machen. Nicht, dass der Kleine gleich hier einen Schreck kriegt. Oh je, wo bin ich hierher geraten? Hier ist ja alles schmutzig. So, schauen wir uns den kleinen Racker mal an. Er heißt momentan Shadow. Den Namen hatte er schon von Anfang an. Ich überlege mir noch, ob ich den behalten werde. Ich finde den Namen eigentlich gar nicht so schlecht, weil er ja auch so einen Schatten um die Nase hat. Warum eigentlich nicht?
Was ich auch interessant finde, bei Horsehelfen ist das ja so, dass die Augenfarbe ganz zufällig bei den Pferden entsteht. Ich weiß nicht, ob die Augenfarbe der Eltern da eine Rolle spielt oder ob es wirklich komplett zufällig ist. Auf jeden Fall ist der Kleine hier mein erster Araberhengst, den ich mit ja fast schwarzen Augen sehe. Die anderen, die ich bisher so gesehen habe, hatten entweder grüne oder blaue Augen. Also ist das schon mal für mich was ganz Besonderes. Bei, das könnte auch ein dunkles Blau sein. Dreh dich mal um, Schnucki. Ich würde aber sagen, das ist eher so ein dunkles, ja, fast schwarz. Aber den schaue ich mir dann nochmal genauer an, wenn er erwachsen ist. Dann sind die Augen auch etwas besser zu erkennen, die Augenfarbe. Oh, und er hat uns gleich ein Geschenk gegeben. Sehr nett. Ich hoffe nur, dass er noch, was seine Futterwahl anbetrifft, noch etwas anspruchsvoller wird. Sonst ja, kann das ein ganz schönes Weilchen dauern, bis er erwachsen ist. 4 Mais, naja, am besten wäre natürlich orangenes Futter. Oder eins der besten. 13. Okay, gelbes Futter kann viel bringen. Es kommt darauf an, wie viele er von diesen Päckchen futtern möchte. Schauen wir mal. Momentan sind wir 40 von 68, aber immer noch Stufe 1. Stufe 2 immerhin. So. Und jetzt möchte er Sojaböhnchen. Schauen wir mal, wie viele. 2 Stück nur. Er ist ja ein sehr, sehr genügsamer. Sowas wünscht man sich wahrscheinlich in Real Life. Aber hier im Spiel könnten meine Pferdchen ruhig etwas größeren Appetit haben. Und wieder den Stall reinigen. Es gibt ja leider auch nicht so viel EP. Naja, notfalls mache ich da 2 Folgen draus. Denn ich möchte heute auf jeden Fall noch mit dem Kleinen dann in die Zucht gehen. Die Woche möchte ich schon auf jeden Fall noch nutzen. Beziehungsweise sind ja jetzt sogar nur noch 3 Tage. Die Glückswoche. Je nachdem, ach, ich habe eigentlich momentan ganz gut Gold, muss ich sagen. 155. 1000 natürlich. vielleicht können wir dann heute wenigstens eine Friesenzucht versuchen. Da bin ich ja auch gerade parallel dabei. Also ich bin ja gerade bei Araberzucht, Elite. Wenn der Kleine hier erwachsen ist, geht es da richtig los. Und Friesenzucht mythisch. Da hatte ich bisher aber leider noch kein Glück. Aber da können wir ja mal schauen. Oh, das hat gut EP gegeben. Jetzt möchte er Träubchen. Ich überlege gerade. Ich habe ja gestern jeweils 2 Zuchtversuche gestartet. Ob mein Paarungsstall in Montana überhaupt schon wieder frei wäre zur erneuten Friesenzucht. Da müsste ich eigentlich mal schauen. Füttern wir den Kleinen noch mit Mais und dann, denke ich, werde ich mal kurz einen Abstecher nach Montana machen. Oh, eben hat man die Augen ganz gut gesehen. Ich glaube, sie sind doch blau. So ein ganz, ganz dunkles Blau. Da bin ich mal gespannt, wie er dann als Erwachsener aussieht. Oh, okay, das ist ein Wink mit dem Zaunfall. Dass kein Mais mehr da ist, denn dann muss ich ja ohnehin nach Montana. Oh, hier haben wir auch noch die Tagesaufgaben. Okay. Das gucke ich mir aber dann später an, sonst wird das alles hier zu viel. Jetzt gehen wir erstmal nach Montana, genau. Da waren wir ja die Folge noch gar nicht. Wieder rauszoomen. Erstmal hier schön das Gold einsammeln. Ah, da ist noch mein Zuchtversuch Friesi. Leider eine Elite geworden, also Elite sind ja nicht schlecht, aber ich hätte mir halt einen mystischen Friesen gewünscht. Der Kleine wird leider verkauft. Viel Glück. Du kommst bestimmt in ein gutes Zuhause. Bin ich mir ganz sicher. Mais wollte ich ernten. Ach wunderbar, dadurch, dass ich den kleinen Shadow jetzt so viel gefüttert habe, hatte ich auch wieder Platz im in der Scheune. Ich hatte eben schon Sorge, dass ich die nicht abernten kann. Aber kein Problem. Oh, da unten ist der Cowboy. Mal schauen. Amerikanisches Warmblut. Das wäre ja fast eine Option für mich. Die finde ich ja auch sehr, sehr schön. Die kann man, glaube ich, auch auf mythisch züchten, ja.
Aber 370 Diamanten und man hat ja noch nicht mal die Garantie, dass man dann das Pferdchen in der Mitte bekommt. Nee, nee, das ist mir zu risikoreich. Da werde ich dann lieber Nachbarn besuchen gehen, wenn ich mal wieder Raum für ein neues Zuchtprojekt habe. So, dann würde ich aber sagen, wir starten jetzt mal den Zuchtversuch mythischer Friese mit Peterchen und Wind. Wo ist Wind? Da unten ist sie. Okay. Das könnt ihr hier nochmal genau sehen. Wegen dem Zuchtereignis ist das. Normalerweise würde das nämlich 41.600 kosten. Ganz schön viel. Aber dadurch, dass jetzt Zuchtereignis ist, kostet es nur noch 29.120. So, 10%. Hier kann man nochmal das ein wenig pushen, auch wegen dem Züchterereignis. Jetzt sind es immerhin 17%. Oh Gott, oh Gott, komm. Ich dachte schon, das war wirklich knapp, aber hat nicht sollen sein, mal wieder. Ja, sehr, sehr schade. 13 Stunden sind es, auch durch Züchterereignis hat man da schon einiges an Stunden weggenommen bekommen. Und hier kann ich nochmal 6 Stunden sparen. Das mache ich hier natürlich auch. So. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück zu unserem kleinen Shadow. Jetzt können wir ja seinen Wunsch nach Mais auch erfüllen. 8 Stück wollte er genau. Ich finde die Fohlen ja immer so süß gemacht mit ihren kleinen dünnen Beinchen da. Sehr, sehr goldig. Ach, aber jetzt möchte er schon wieder hier seinen Stall sauber haben. Du bist ein genügsamer, gell? Möchtest gar nicht das hochwertige Futter haben. Spricht ja eigentlich für dich. Okay. Ich würde sagen, ich werde dann hier noch den Stall einmal sauber machen. Und wenn er danach wieder so einen genügsamen Wunsch hat, werde ich hier mal einen kleinen Cut machen und werde dann aber noch eine zweite Folge direkt danach aufnehmen. Nur sonst wird es, denke ich, ein wenig lange, weil ihr seht ja selber, das waren eben wieder nur 8 EP. Aber jetzt möchte er Äpfelchen, das könnte ganz gut werden. Kommt drauf an, wie viele er möchte. Natürlich, wenn er nur einen Apfel möchte, wird das wieder nichts werden. Entschuldigung, ich habe gerade einen Frosch im Hals. So, schauen wir mal. Und wie viele Äpfel werden es sein? 2 Stück, naja. Könnte mehr sein. 8 EP, ja. Okay, jetzt möchte er auch noch Gras. Das gibt ja wirklich nicht viel. Gut, dann würde ich sagen, werde ich die Folge mal hier an dieser Stelle beenden, werde aber gleich im Anschluss noch eine weitere Folge aufnehmen. Dann bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zusehen und hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!